moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Wir haben heute Samstag. Ich sitze aktuell im Auto, war eben noch bei HWS. HWS ist die Firma, wo für die ganze Textilveredelung zuständig ist. Also wenn ihr in meinem Shop was bestellt, dann gebe ich die Bestellung weiter. Und die wiederum tun das dann beliebig nach Wunsch fertigen. Wenn die Bestellung dann fertig ist, hole ich die wiederum bei denen ab und verpackt das Ganze und dann wird es versandt zu euch. Und ja, das läuft wirklich ganz gut. Das sind wirklich angenehme Partner, also sehr bodenständig, sehr menschlich und mit so Leuten schafft man doch gern zusammen. Und ja, da war ich jetzt für euch unterwegs, bin jetzt auf dem Heimweg und dann geht es später an der Scheune noch weiter, weil da müssen wir heute noch Platz schaffen für Neues. So sieht's aus, ja. Es ist immer mal wieder am Regnen. Ist sehr wechselhaft. Aktuell haben wir 11 Grad. Und dann schauen wir mal, was der heutige Tag noch bringt. Ich nehme euch mit und wünsche euch wie immer viel Spaß. Los geht's. So, dann schauen wir mal, dass wir hier den Schafstall ausgemistet bekommen. Müssen wir vorher noch den Viehhänger ausstellen. Aber als erstes nehmen wir das 633 und tun hinten die Heckkiste, die Gitterbox abhängen und dann hängen wir den Brunzhänger an, der steht ja noch draußen hinterm Grupper und dann schauen wir mal, dass wir hier das Ganze rausgeschafft bekommen. Ach ja Leute, das klappt nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Erste schlechte Nachricht, der Tank ist ziemlich leer. Ja, haben wir Diesel auf jeden Fall. Aber das ist weniger schlimm. Was mich stört ist folgendes, und zwar ist der Hydraulikschlauch hier zu kurz. Ja, ich kriege den hier nicht angeschlossen in meinem Steuergerät. Ich habe hier mein Steuergerät und hier mein druckloser Rücklauf und das Ganze wurde ja letzten Herbst nachgerüstet. Habe seitdem den Kipper hier noch nicht mit betätigt, also habe noch nicht angeschlossen gehabt und habe jetzt eben gesehen, wo ich ihn anschließen wollte, dass die Leitung zu kurz ist. Naja, entweder ich lade später von Hand ab, weil ich ihn ja so nicht kippen kann, wenn ich die Hydraulikleitung nicht angeschlossen bekomme, oder ich hänge halt später um und nehme den Case. Wahrscheinlich mache ich es dann so, dass ich den Hänger später umhängen. Schade eigentlich, weil ich wollte das jetzt um 6:33 machen.
der Hänger ist voll. Hier hinten wird zwar noch ein bisschen was drauf gehen, aber ja, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich muss dann eh nochmal fahren, habe jetzt nicht alles drauf bekommen. Das sieht jetzt nicht mehr so viel aus, aber wenn das alles mal gelöst ist, das geht so auseinander, weil es hat sich über den Winter so gesetzt. Ne? Hier oben drauf haben wir jetzt das ganze lose Stroh noch. Das ist leicht. Das lässt sich auch leicht laden. Ja? Aber wenn man das Ganze hier mal löst, ich nehme mal die Forke, steche einmal rein, zack, dann hebt man das mal an. Ja? Und dann sieht man, was hier zum Vorschein kommt. Und das ist auf jeden Fall der schwere Mist. Ja? Und das ist dann auf jeden Fall auch anstrengend, das aufzuladen. Aber jetzt hier hält sich ja noch in Grenzen. Der Bereich ist ja jetzt nicht so groß. Aber man merkt dann schon, dass viel Material zusammenkommt. Wenn man jetzt mal den Hänger anschaut, da ist zwar auch das lose Stroh mit dabei, was oben drauf lag. Aber eben auch die Mischmatte, die Schicht, die unterhalb vom Stroh ist, die sich da gebildet hat über den Winter hinweg. Und ja, da kommt auf jeden Fall was zusammen. Das denkt man gar nicht. Ich finde, auf den ersten Blick sieht das alles immer viel weniger aus, aber das geht dann so auseinander. So sieht's aus. Hock bei uns mal auf den Bulldog drauf, habe jetzt schon umgespannt. Vom 633 auf den Farmal 75C. Stellen wir jetzt noch die Stromverbindung her. So. Einmal alles durchblosen, dass kein Dreck drin ist. Dann noch die Hydraulikleitung, dass wir hier kippen können. Gut, so passt es, ja. Alles klar. Dann fahren wir mal zusammen aus und lernen einmal den Hänger. So. Das Rollo können wir einmal zurück machen. Dann haben wir hier mehr Licht in der Kabine. Mal gucken, Kamera sitzt schräg. Mensch, was ist da los? So müsste es besser sein. Gut, dass man einen Spiegel in der Kabine hat.
So, das kippen wir jetzt einfach gerade dazu. Machen wir hier hinten den Schlag auf. Fahren rückwärts ran und kippen ab. So. Jetzt mal noch gucken, wie die Bolzen gesteckt sind. Der ist drin. Vorne sind sie frei. Ja. Nicht, dass die hier über Kreuz gesteckt sind. Ja, die sind beide hinten drin. Vorne ist frei. Dann können wir nach hinten abkippen. Vorderer Gang nehmen. So, Eiern frei. Da liegt jetzt ein bisschen was auf dem Weg, aber das ist nicht schlimm. Da kann man dann später, wenn ich fertig bin, nochmal rausfahren im Frontlader, das Ganze ein bisschen aufschieben und dann ist der Weg wieder sauber und alle sind zufrieden. Ja, ich muss hier halt immer gucken, wenn ich abkipp, dass ich nicht zu weit kipp, weil sonst läuft mir die Gefahr auf, dass mir hier hinten die Bordwand, also den Schlag hinten, ins Erdreich rammt, ja. Ich gebe weiter Druck drauf und dann kann es sein, dass hier hinten alles krumm und schepp gedrückt wird. Deswegen fahre ich dabei immer lieber ein bisschen vor, wie dass ich eben was kaputt mache. Deswegen, ja, ist der Haufe jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, aber das nehme ich in Kauf, bevor hier was kaputt geht. Ich denke, das habt ihr jetzt verstanden, ne? Jo, servus, wir haben heute Mittwoch. Wann habe ich das letzte Mal gefilmt? Ich glaube am Samstag. Ich weiß es gerade gar nicht richtig. Nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall ist der Mist vollständig weggefahren. Es war dann nochmal ein Dreiviertel-Hänger voll. Also kam gut was bei rum. Und ja, ich suche jetzt gerade eine Hacke. Und ich habe sie gefunden. Ja. Ist immer so, in dem Saustall kann man wieder aufgeräumt, ne? Aber ihr wisst ja, wie es ist. Das Wetter immer noch sehr wechselhaft. Wobei es aktuell wirklich schön ist. Und was haben wir hier? Hier steht der Case. Hinter dem Case habe ich das Simavader. Habe ich mir netterweise wieder vom Kollegen ausleihen können. Und wir fahren jetzt gleich gemeinsam in den Garten und fräsen den einmal durch. Mal schauen, wo ich die Hacke am besten platziere. Möglichst so, dass wir sie nicht verlieren. So, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Da, ich hole sicherheitshalber noch einen Expander und spanne den einmal aus rum. Sicher, sicher. Und dann fahren wir raus und fräsen die Garde durch und dann gibt es noch ein paar Informationen, was die letzten Tage noch so nebenbei ging. Neuigkeiten, gute Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten. Ja, so sieht's aus. Ein Expander wollte ich noch. Den hole ich jetzt. Den haben wir
Hier nicht. Hier haben wir einen. Jawohl. So, da sind wir schon am Ziel angelangt. Also ist wirklich nur ein kleines Stück. Die Hacke hält. Jawohl. Und nicht, dass man sie durch die Fräse durchlasse. Das wollen wir ja nicht. Ich platziere euch mal irgendwo, dann kriegt ihr noch ein paar schöne Aufnahmen. Drei Bahnen, die Sache ist erledigt. Vorne habe ich sogar ein Vorgewende angelegt. Soll ja auch ordentlich aussehen, ne? Und ja, vorhin hatte ich gesagt, dass es gute Neuigkeiten gibt oder eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mal mit der guten an. Und zwar werde ich wahrscheinlich diese Woche Freitag den neuen Schlepper holen. Was viele von euch nicht wissen, ist, dass ich den Schlepper letzten Freitag bereits schon überführt habe. Ja, warum steht er dann noch nicht bei mir? Einfach aus dem Grund, weil ich ihn nicht zu mir überführt habe, sondern in der Werkstatt. Nicht, weil er kaputt ist, sondern weil er da noch umgebaut wird. Und dass er dann wirklich so dasteht, wie ich ihn haben möchte. Und deshalb habe ich ihn zur Werkstatt gebracht. Und ja, da habe ich gestern telefoniert. Gestern, vorgestern, ja, ist auch egal. Und habe dann am selben Tag noch ein Bild geschickt bekommen, dass er eben in der Werkstatt steht und gemacht wird. Und ich bin da jetzt zuversichtlich, dass ich ihn dann diese Woche noch holen kann. Muss ich morgen noch mal telefonieren. Aber früher oder später werdet ihr das ja dann noch mitbekommen. Das ist die gute Nachricht. Ja, die schlechte Nachricht oder die traurige Nachricht ist die, dass ich diese Woche
ja, wie soll ich sagen, dass ich diese Woche, oder eigentlich nicht ich, sondern eher mein Vater, dass mein Vater diese Woche ein Schaf tot aufgefunden hat auf der Weide. Wir machen ja hier täglich unseren Kontrollgang. Die sind ja momentan draußen auf der Weide. Und ja, ist ein Schaf eben tot dagelegen. Eins ist verstorben, leider. Ja. Und sowas ist immer schade. Gerade wenn man es so lange hat. Ich habe ja meine ersten Tiere mit, oder meine ersten Schafe mit 13 Jahren bekommen. Und das ist jetzt schon das zweite, was dieses Jahr verstorben ist. Die letzten Jahre war gar nichts, war alles gut. Und ja, so ist es halt, ne? Aber wie gesagt, mit 13 Jahren habe ich die bekommen. Also die zwei, was dieses Jahr schon, das ist das zweite, was dieses Jahr schon verstorben ist. Das waren meine ersten Schafe. Und die habe ich heute noch gehabt, ne? Also die sind auch schon alt gewesen, aber trotzdem, ja. Ist sowas immer schade. Mensch. Aber ich halt Lauf der Dinge. Was manche auch gefragt hatten, ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ob es ernst gemeint ist, aber unter den letzten Videos hatten manche gefragt, ja, ob sich das lohnt mit den Schafen. Also ich habe ja hier keine 300, 400 Stück, sondern ich hatte jetzt zuletzt noch 3, Anfang des Jahres 4 und jetzt nur noch 2. Also da lohnt sich gar nichts. Da dürft ihr euch keine falschen Hoffnungen machen oder keine falschen Vorstellungen. Das ist ein reines Hobby. Und ja, das macht einfach Laune, ja. Mir bringt das Freude, das ist wie mit dem Garten hier. Theoretisch könnte ich auch in den Supermarkt gehen, ja, und mir das Ganze kaufen. Ja, ich gehe jetzt hier bei, investiere die Zeit und werde jetzt gleich gemeinsam mit euch die Radieschen ausbringen. Ja, im Supermarkt gibt es sie für ein Apfel und ein Ei, ja, für ein paar Cent. Aber im Endeffekt, ich mache es gern. So weiß ich, wo es herkommt, wenn ich selber anbaue. Und gerade das im Garten, ich bin da als kleiner Bub schon immer mit meiner Großmutter. Und ja, dann hat man das halt so drin, ne? Das begleitet einen. Und irgendwo macht es ja dann auch Spaß. Mir fehlt, um ehrlich zu sein, die Zeit dafür. Aber im Endeffekt, ja, wenn man will, dann findet man immer irgendwann ein bisschen Zeit. Bin jetzt halt dieses Jahr etwas spät dran. Normal gehe ich da schon Ende März, Anfang April bei. Wobei dieses Jahr kein Wetter dafür war. Es war ja lange Zeit ziemlich kalt. Und deswegen bin ich halt dieses Jahr ein bisschen später dran. Aber das macht ja nichts, weil die Radiesler, die kann man ja bis Ende Juni noch anbauen. Ja, ich ziehe das gerade noch ein bisschen durch, weil das hier durchwurzelt ist, dass man die rauskriege. Damit man hier erfolgreich ernten können. Damit wir was zu essen haben, es gibt doch nichts Geileres wie Radiesle, Zucchini, Kürbis und alles, was man selber anbaut, ist tendenziell immer geiler wie gekauft und es schmeckt besser. Man weiß, wo es herkommt, man weiß, welche Arbeit mit verbunden ist und so sieht's aus. Ja, hier haben wir die Radieschen. Also die Variante hier ist eigentlich idiotensicher. Das liegt jetzt nicht am Saatguthersteller, sondern hier an den Saatbändern. Ja, also die packt man aus, ne? Legt sie hier rein. Und dann verschüttet man das Saatband wieder. Hier sind wir jetzt ein bisschen zu tief. Ja, so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter. Das reicht schon aus von der Tiefe. Und dann legt man das da rein in die Kuhle. Verschütten es, decken es einmal zu und dann passt die Sache. Also ist idiotensicher, kinderleicht, kann jeder machen. Und vor allem kostet viel Zeit. Ja. So. Müssen wir das hier einmal gerade aufmachen. Das ist hier geklebt. Ich denke, die meisten von euch kennen es auch, ne? Gibt es gar nicht viel zu sagen. Aber ich wollte es hier im Garten auch mal kurz festhalten. Also ich werde hier auf jeden Fall noch Kürbis anbauen. Ja, ich kann es euch auch mal zeigen. Hier habe ich sämtliche Sachen noch hier. Ja, sogar biozertifiziertes Saatgut. Habe ich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Und ja, so sieht es aus. Habe ich alle Ritt. Immer mal wieder was anderes. Hier Keulenzucchini, können wir auch mal ausprobieren. Dann hier der Klassiker Rettich, ne?
Und hier habe ich noch Hokkaido-Kürbisse. Genau, habe kurz überlegen müssen. Hokkaido und Roter Zentner ist dabei. Das Ganze legen wir jetzt da rein, ne? Wie gesagt, also ist idiotensicher. So, haben wir noch Wurzel, die tun wir raus. So. Und theoretisch soll man das Ganze dann noch angießen, wie alles andere auch, was man frisch ausbringt, aber ja, das Wetter ist so wechselhaft, da brauchen wir jetzt nichts angießen. Außerdem ist das Erdreich schön feucht, wie es sich gehört, ne? Und dann geht es auch, ohne dass man es angießt. Ja, und so verbringe ich heute meinen Feierabend im Garten. Und das Ganze hat natürlich nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern dient einfach der Eigenversorgung, Selbstversorgung, und mache ich aus Spaß und Freude. So. Jetzt wird das Ganze rückverfestigt, was bei meiner Sägekombination in dem Fall die Walze machen würde, der Nachläufer. Genau. Auf heute Nacht ist wieder Regen gemeldet. Dann haben wir nochmal hier unsere Feuchtigkeit zusätzlich zu der Feuchtigkeit, die schon im Boden vorhanden ist. Ja. Das Ganze wird jetzt einmal markiert. Also ich habe gar keine Ahnung, ob euch das jetzt interessiert oder nicht, aber ich habe einfach gedacht, ich nutze die Situation heute mal, um ganz entspannt über die Neuigkeiten zu berichten und über meinen Garten, was ich hier so mache. Also ich habe noch viel Platz. Ja, Gartenvlogs mache ich jetzt keine. Ach gut, wenn es euch interessiert, kann ich ab und zu mal filmen, aber ja, das passiert dann meist so nebenbei mal eben schnell. Das Ganze wird jetzt noch markiert. Und jetzt setze ich hier nebendran noch die Reihe für Reihe. Das mache ich jetzt mal fix und dann sehen wir uns gleich nochmal. So Leute, das schaut doch sauber aus. Der Käse steht jetzt hinten im Anbau. Hier einmal durchgekehrt. Und jetzt haben wir hier vorne Platz für den neuen Schlepper. Wir haben mittlerweile auch Donnerstag. Gestern Abend noch fix die Radieschen und den Rettich in den Boden gebracht. Ja, ging ja ratzfatz, dank den Saatbändern. Alles easy peasy. Und heute die Zeit nach Feierabend auch wieder effektiv genutzt. Der Vierhänger hat auch seinen Platz gefunden. Ja, ist gerade von rechts nach links gewandert. Und der 633 passt hier auch sehr gut rein. Also hier vorne dran hat man jetzt noch schön viel Platz. Könnte man gegebenenfalls auch noch mit der Schubkarre oder ähnlichem durch, ohne dass man hier gleiche Maschine rausstellen muss. Ja, hier drüben habe ich ja jetzt auch noch einen Stellplatz, der eigentlich frei ist, neben dem 353. Ich muss nur den Grußstier mal aufräumen, muss ich die Tage auch mal beigehen. Auf jeden Fall habe ich dadurch reichlich Platz gewonnen. Und ja, so sieht's aus. Heute mit der Werkstatt telefoniert, grünes Licht, Schlepper ist fertig, ja, einwandfrei. Und ich werde dann morgen, genau, morgen ist Freitag, morgen Nachmittag den Schlepper holen nach Feierabend. Und ja, ich freue mich riesig, wirklich, ich freue mich sehr. Ja, bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ne? Und ja, das soll es aber erstmal gewesen sein zu diesem Video. Genau. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein separates Video zu mache, wo ich den Schlepper hole, oder ob ich das einfach in den Vlog mit reinpacke. Aber ist eigentlich auch egal. Ihr werdet es auf jeden Fall früher oder später mitbekommen. Und ja, dann hoffe ich wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr das Ganze hier supporten wollt, schaut einfach mal im Shop vorbei. Genau, gönnt euch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und haltet die Ohren steif. Ciao, macht's gut.